Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist keine Überraschung. Jeden neuen Schritt, den wir hin zur digitalen Gesellschaft machen und jeden zusätzlichen Euro, der im Internet umgesetzt wird, folgt auch der Kriminelle. Kriminelle waren in der Menschheitsgeschichte meistens schneller als der Staat, wenn es um das Beackern neuer Spielfelder ging. Vor diesem Hintergrund ist es schön, dass die Regierungskoalition das Problem erkannt hat. Das Instrumentarium, das Ihnen aber dazu eingefallen ist, ist eher unausgegoren und bisweilen auch etwas gruselig. Statt der Möglichkeiten der Strafverfolgung im Cyberraum sollten wir lieber die Fähigkeiten der Strafverfolgungsbehörden ausweiten. Die verfügen nämlich nicht im Ansatz über die Technik, das Personal und die Ausbildung, um mit den Straftätern im Cyberraum mithalten zu können. Während die Polizeibeamten noch Vermerke für die Handakte schreiben, handschriftlich, zieht der Internetkriminelle technisch mehr und mehr davon. Und daran werden auch neue Strafrahmen nichts ändern. Und es wird auch nichts ändern, wenn sie die Axt bei den Bürgerrechten anlegen. Dass sie etwa direkten Zugriff auf in Clouds gespeicherte Daten haben möchten, offenbar ohne Richtervorbehalt, ist ein massiver Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Dabei ist die Cloud doch für viele Anwender nichts anderes als eine verlängerte Festplatte. Manche Geräte kommen mittlerweile fast vollständig ohne physischen Speicher aus und legen sämtliche Daten dort ab. Was Sie hier also vorhaben, ist nichts anderes als eine digitale Hausdurchsuchung ohne Richtervorbehalt und andere rechtsstaatliche Errungenschaften. Dass Sie Datenhehlerei schärfer bestrafen wollen, das kann man ja nicht ablehnen. Aber auch hier haben wir kein Gesetzes-, sondern ein Vollzugsdefizit. Sie sprechen es ja selber an, die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und Gerichten ist äußerst schwerfällig. Wie Sie dem allerdings beikommen wollen, ist unklar. Wie ein neuer Strafrahmen im deutschen Recht helfen soll, ebenfalls. Als Partei müssen wir es ja leider selbstständig erleben, wie sich zum Beispiel die Kriminellen bei Indymedia das Internet zunutze machen, um Gewaltaufrufe oder persönliche Daten unserer Mitglieder im Internet zu verbreiten. Der Ermittlungseifer deutscher Behörden hält sich hier stets in engen Grenzen. Aber vielleicht liegt das daran, dass die Opfer keiner sogenannten demokratischen Partei angehören. Und überhaupt sollte sich die Regierungskoalition vielleicht nicht so sehr über Datenhehlerei auslassen, wenn der eigene Finanzminister offenbar bereit ist, mit ausländischen Kriminellen ins Geschäft zu kommen, um seine eigenen Staatsbürger besser kontrollieren zu können. Sie haben also, wie gesagt, das Problem erkannt, aber das war es auch. Bei der Lösung sind Sie aber auf dem Holzweg. Wir brauchen nicht mehr Gesetze und auch keinen Abbau von Bürgerrechten. Wir brauchen eine gut bezahlte, gut ausgerüstete und ausgebildete Polizei, für die das Internet eben kein Neuland ist, meine Damen und Herren. Das kostet Geld und es ist aufwendig, aber es ist wirksam. Ihr Antrag dagegen ist eher billige Symbolpolitik, gepaart mit einem neuen Schritt in den Überwachungsstaat. Dass die Union sowas einbringt, wundert uns weniger, dass die sogenannten Liberalen hermangen, die vermeintliche Bürgerrechtspartei das aber mitmachen, sagt uns wieder mal viel über den Zustand dieser Partei und die Priorisierung zwischen Ministerdienstwegen und vermeintlichen Prinzipien. Und ja, wir wissen es, in einer Koalition muss man Kompromisse eingehen. Aber wie war das noch? Lieber gar nicht regieren als schlecht regieren? Oder gilt das nur, wenn das passende Facebook-Bild schon fertig ist? Wir werden jedenfalls der Überweisung des Antrags selbstverständlich zustimmen, auch wenn wirklich nicht viel dran ist, dem wir im Einzelnen zustimmen möchten.